Come and join us on our journey through all kinds of electronic music. We take you on a round trip. Black Forest Experience. For the love of electronic music. your favorite local DJs in the mix. This is Black Forest Experience Radio. musical weekend journey. We are in the middle of our round trip with your favorite local DJs in the mix. This is Black Forest Experience Radio. Black Forest Experience Radio. magic. Black Forest Experience Radio. Black Forest Experience Roundtrip Nummer 3. Wir haben kurz nach Mitternacht und eben gehört 2 Stunden die Anina Oli zusammen mit dem Tommy Klipps. Mo, war eine geile Nummer. Überzogen haben sie auch wieder, hä? Aber das ist okay. Ja, da können wir Auge zudrücken, meinen. Wir haben auch später angefangen bei denen, muss man auch sagen. Aha, okay. Nee, war ein geiles Set. Wie oft spielt ihr beiden eigentlich zusammen? Wie oft? Unterschiedlich, also immer mal oft, wieder. Ab und zu. Ab und zu oft. Okay, also kann man sich das so vorstellen, dass ihr irgendwie Mittwochabend mal zusammen im Wohnzimmer steht und da ein paar Platten auflegt, oder? Das gibt's auch, ja. Das wird es wahrscheinlich öfter geben, ne? Ja. Okay. Aber so, ich als Außenstehender sage jetzt vielleicht 3 Mal im Jahr. Im Club also, jetzt? Ja. Nee, oder außerhalb doch öfter? Ja. Dann kriege ich zu wenig mit. Und wie ist es so als Paar? Also stresst man sich da auch mal in wie am Mischpult oder sagt, nee, ich will jetzt den Track, sagt der andere, nee, einen anderen, oder kommt da nicht zu so Situationen? Ja, absolut nicht. Das kam bis jetzt noch nie vor. Und ja, also vom Sound her passt perfekt eigentlich. Und auch sonst. Gott sei Dank. Das hoffen wir doch, ja. Hört sich gut an. Auch bei euch, ihr wart bei der Opening Session dabei, in den 4 Monaten ist einiges passiert. Ihr habt, glaube ich, beide Tracks released. Tommy haben wir vorhin schon mal gehört, vom Olli Silo hat gesagt, auf Heimatliebe war das. Genau, das ist jetzt bald in 2-3 Wochen, glaube ich. Nee, am 6. Ja, das ist mein erstes Release dann. Ah, das ist das erste Release, okay. Und du, Anina, hast, glaube ich, ein paar Remixe. Ich habe rausgebracht, war das jetzt? Ja, 2, glaube ich. Der eine war auf Creepy Finger und der andere kam auch auf Vinyl raus. Das war bei Techno Vinyl Records. Ja. Cool. Also geht was. Da geht was. Und was steht an? Könnt ihr uns was erzählen? Ja, unsere erste gemeinsame EP kommt raus auf Fuldra. Und da hat auch der der Dimitri Dilan einen Remix für uns gemacht. Ziemlich geiler. Und da hat aber irgendjemand drauf bestanden, oder? Dass er den Remix macht? Er selbst, nein. Wir haben Geld bekommen. Okay. Spaß beiseite. Und wenn man euch live hören will, wo geht man am besten hin? Wo habt ihr eure nächsten Gigs? Der nächste ist im Hans Bunte am 4.8. Mhm. Ja. 4.8. Und dann die Woche drauf, am 11.8. seid ihr beide zu hören beim Heimatliebe-Festival im Du und ich. Und da hinten wegen der Dimitri, der ist natürlich auch zu hören. Die ganze Family versammelt wieder. Ja, also können wir nochmal Werbung machen. Wir hatten eine coole Sause auf jeden Fall im Du und ich. Ich glaube, das Black Forest Experience Team wird sich auch blicken lassen. Ja, da sprechen wir nochmal im Detail drüber, aber könnte passieren. Könnte passieren, ja. Gibt nur einen Weg. Vorwärts. Jo.